Abend. Tag, je nachdem. Tag 9. Und bin ein bisschen verschnupft. Letzte Folgen, ja. Letzte Folgen war das genauso. Aber was wollen wir machen? Ah, okay. Bruno ist schon wieder verletzt. Wieso ist Bruno schon wieder verletzt? Hä? Ich glaube, mir fehlen so ein paar Sachen. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Wir hatten eigentlich die Feuerstelle richtig schön hochgesetzt. Meine ich. Was machst du da jetzt? Hallo? Warum rennt er da hoch? Wie ein Irrer. Sehr mysteriös. Wie ich weiß, hatten wir Feuer fertig gemacht. Naja. So. Aufgrund meiner Erkältung lese ich es heute nicht vor. Oh, der Kerl ist traurig. Warum ist der Kerl traurig? Wir brauchen unbedingt Bandagen. Und die Jungs heilen. Ein Thermometer fehlt uns, okay. Oh, aber an die Tür. Ob wir heute was brauchen zum Tauschen? Weiß ich noch gar nicht. Wenn wir mal sehen, ob wir was brauchen oder ob wir nichts brauchen. Schauen wir mal. Ich hab dich die ganze Dachzeit. Ey, ich bin verletzt, Alter. Also, was zum Rauchen brauchen wir. Da, Bandagen. Alles andere brauche ich nicht. Dafür müssen sie eine Menge bieten. Kräutermedizin, Kaffee. Kaffee trinkt irgendwie keiner. Auch nicht drumherum, ich brauche Bandagen. Nicht interessiert, hey Mann. Das kostet so gut wie gar nichts. Erst sagt der Schweinegeld. Ah, nee, die Waffe nicht. Nein, nicht die Waffe. So. Reicht dem nicht. Er sieht auf Elektrozeug aus, kann das sein? Sorry, dann kann ich nichts tun.
So, einmal bitte ans Wasser. Genau, ich brauche Bandagen für meine Freunde. So sieht's aus. Nicht nur für die Freunde, sondern auch für mich selbst. Dich selbst, jawohl. Er ist müde, okay. Der ist traurig und sehr müde. So viel ich weiß, können die miteinander reden. Das funktioniert. Ah ja. So. Ah, wir müssen Filter bauen. Komm erstmal da runter, halt. Du gehst schlafen, hab ich gesagt. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Wir brauchen eine. Gib mal bitte zwei Schaufeln. Zwei Schaufeln brauchen wir. Du. Halt. Gehst dahin, bitte dahin. Du stellst dich mal hin, gehst dahin. Mal gucken, ob ich die miteinander reden können. Hallo? Hier bleiben. Ja, dann tu das. Du möchtest was essen, dann geh. So. Drei Dietriche mal herstellen, genau. Muss ich unbedingt im Bett ausruhen? Ja, dann geh, dann geh. Dann geh ins Bett. Jo. Wenn ich die so schlafen sehe. Auf geht's. Ist was. So. Ist so langsam Zeit für die Nacht. Ist so langsam Zeit für die Nacht. Was machen wir? Marco muss plündern, es tut mir wirklich leid. Die anderen zwei lassen wir im Bett schlafen, ist mir egal wie. Gehen wir nochmal in die Schule. Ja. Lebensmittel, Mähne, Waffen, Teile, Vorsicht. Teile, Scharfschützenkreuzung, etwas Lebensmittel, große Menge Materialien, eine Menge Medikamente, Waffen, Gefahr. Also eigentlich brauche ich Medikamente bis zum geht nicht mehr, aber wo kriege ich die her? Bandage und Medikamente. Gehen wir nochmal in die zerstörte Villa. Was haben wir hier? Ah, das sind dieses ältere Paar. Haushörtige älteren Paar. Familie Verschanz. Blindere konnte jedoch eindringen, seitdem ist es verlassen. Wie konnte, ne? Etwas mit ihrem Bett, eine Menge Waffen. Nee, eine. Doch, eine Menge Waffen. Komm, wir gehen in das kleine Haus. Wir nehmen die Dietriche mit, alle. Und eine Schaufel nehmen wir mit. Was? Ich sollte vorsichtig sein. An den Gerüchten über Banditen könnte irgendwas Wahres dran sein.
Gucken wir mal rein. Einmal reingehen, einmal Tür zu, bitte, damit es nicht auffällt. Ah ja, da liegt jemand. Oder ist wieder eine Ratte? Nein, da ist einer. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Na. Oben macht jemand das Fenster auf. Auch noch jemand. Da unten läuft auch jemand. Verdammtes Ungeziefer. Okay. Gehen wir wieder zurück, Marsch. Wir versuchen uns unten wieder Schaufel. Mach bitte die Tür nach dir zu. Oh. Oh, bist du laut. Wenn da nicht irgendeiner angerannt kommt. Bin mal gespannt. Ja, alles her damit. Psst, so laut. Oh, ist der laut. Okay, er muss sich schon eine Weile hinsetzen. Oh, oh. Jetzt sei mal bloß leise. Okay, der macht da die Tür zu. Oh, haben wir aber Glück gehabt. Gucken erst nochmal rein. Okay, also er sitzt hier irgendwo. Gehen mal durch die Tür. Machen die Tür mal wieder zu und gucken rein. Oh fuck. Leute, ich brauche Bandagen. Die Hälfte der Nacht ist schon vorbei. Das wird eng. Oben sitzt jemand, ja. Ah, auch uninteressant. Oh, das ist die Treppe da runter, okay. Uh-oh. Kommt der hoch oder bleibt er drin? Wir gehen durch die Tür. Gehen dahin, Tür zu und verstecken uns da drin. Da unten steht er, okay. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt auch mal noch schnell da hochlaufen. Tür zu machen, bitte. Was das eben immer sagen muss, ne? Aha. So, gucken wir hier nochmal durch. Auf geht's, rein mit dir. Oh oh. Weg, 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 weg und Tür zu. Weg, 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 weg und Tür zu. Haben wir Schwein gehabt. Sucht er? Ich such er. Auf geht's. Rein mit dir. Alles nehmen. Raus. Tür zu. Was denn hier passiert? Wir suchen irgendwas. Ab zum Ausgang. Ui. Aber nichts wie raus. Mein gehabt. Aber immer noch keine Bandagen. Tag 10. Leben sie noch? Oh, bin immer gespannt, was jetzt passiert ist. Okay, Pavle geht es etwas besser.
was ist mit Bruno? Okay, sind alle beide hungrig, haben alle beide was bockig zu essen. Was macht er jetzt? Ich habe nicht gesagt, dass er irgendwas machen soll. Ja, dann tu das. Setz dich hin. Ja, was können wir machen? Was können wir bauen? Oh, geh wieder schlafen. Du bist noch fit. Auf. Ja, ich weiß, dein Magen knurrt. Muss jetzt aber durch. Was haben wir denn zum Bauen? Oh, jawohl, wir können viel, viel bauen. So, wir brauchen Verbrauchsgüter. Wir brauchen 5-mal Wasser auf alle Fälle. Damit wir oben wieder Wasser holen können. Wasser ist wichtig. Fast wichtiger als Essen. Jupp. Lieber verhungern als verdursten. Verdursten ist schlimmer. Ah, da kommt jemand. Da kommt jemand. Marco. Ab an die Tür. Wird er ja sagen, Duncan, ab an die Tür. Aber er hört ja nicht zu. Ist ja nicht da. Eine Frau. Eine Frau. Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leer räumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Tür verschließen, sie können allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist immer noch nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Bitte helfen Sie uns. Komm, schicken wir Marco los. So. Irgendeiner muss aber jetzt hier weiterbauen. Ist mir egal, wer. Ich weiß, dass sie dich schwer getroffen haben. Was will ich denn machen? Das ist im Moment die einzigste Möglichkeit, ein bisschen was zu bauen. Wenn er fertig ist, schicken wir noch Essen. Und dann gucken wir weiter. Juhu! Danach kochen, dann oben zum Wasserspeicher. Was fehlt uns? Fleisch fehlt uns. Ech. Schade. Also typisch meine Männer, gell? Immer die Türen auflassen. Meine Güte.
ein langwieriges Spiel. Ein sehr langwieriges Spiel. Aber das ist halt nochmal so. Was wollen wir machen? Armer Dosenfutter. Ja. Genau. Diese sind sehr, sehr nahrhaft. Ja. Was mit der Medizin dort oben? Ihm geht es gut. Okay. Ich bin noch hungrig. Aber essen können wir gar nichts machen. Wir haben nur noch eine Dose. Eigentlich könnten wir langsam mal Verbrauchsgüter wiederherstellen. Ja. Bisschen Holz, bisschen Brennholz, ja. Habe ich nur, wieso er das kocht? Der Ton kommt vom Kochen her. Eigentlich ist es cool. Da hinten ist eine Badewanne, Duschvorhang. Wir waren bei mir noch nie auf dem Klo. Seit 9 Tagen nicht auf dem Pisspot gewesen. So, ab geht's pennen. Was macht er? Er erholt sich. Okay. Die Nacht verbringen wir im Haus. Marco ist noch unterwegs bei der Nachbarin. Haus verbarrikadieren. In die Nacht. Wir schlafen durch und gehen direkt in den nächsten Tag. Die müssen sich mal ausruhen, sonst geht es ja nicht weiter. Auch Power bei den Menschen. Ja, ja, genau. Ausgeplündert. Was haben sie geklaut? Essen. Boah, 2x Wasser geklaut. Super. Wir haben nichts mehr zu essen, wir haben kein Wasser. Wir können nichts mehr machen. Nee, wir können nichts mehr machen. Ich muss ihn wieder losschicken. Auf geht's. Ich komme nicht drum rum. Okay, die zerstörte Villa, da kann keiner hin. Müssten eigentlich ins Krankenhaus. Marco plündert, die anderen zwei schlafen. Aber nur halb, bitte. Ja. Wir nehmen nichts mit. Na, die Schaufel nehmen wir mit. Und ein Dietrich. Okay, auf geht's. Dann wollen wir mal gucken. Ach ja. Kann man hier durchlaufen, einfach so? Okay. Okay. Wir legen uns nicht mit ihm an. Nö. Machen wir auch nicht. Thank you.
glaube, den Dietrich können wir in seiner Nähe nicht nehmen. Das gibt Ärger. Oh. Okay. Auszug aus dem Schadensbericht nach einer Bombardierung. Ja, sauber. Geh schön weg. Kannst ruhig gucken. Ich hab nichts geklaut. Na, was finden wir denn da? Privatbesitz. Ich nehme nur was Freies. Alles andere lasse ich da. Guten Tag, Maestro. Oh, hallo. Darf ich Sie mal fragen? Ich gebe Sie einfach jetzt mal an, ob ich schon Bandage haben kann. Hallo. Okay. Löse. Alles kein Problem, ich lasse alles liegen. So. Das ist unfair. Aber nein. Ja. Na gut. So, gucken wir mal weiter. Ich schmeiße dafür den Zucker raus. Dafür das Essen. Ich krieg wieder das Essen. Den Privatbesitz lassen wir. Jetzt müssen wir mit den anderen zwei hierher gehen. Dauert dann insgesamt 2 Nächte. Was wollen wir machen? Pflegen heißt pflegen. Ah, wir sind schon 10 Minuten über der Zeit.